Freut mich, dass Sie hier da mit dabei sind, die ersten Tage schon der Woche. Heute spezielle Debatten, ein Streitgespräch, also ein bisschen anders als sonst. Und zwar machen wir das sonst jede Woche am Radio, jetzt am Fernsehen, mit dem Roger Köppel, Verleger und Chefredakteur der Weltwoche. Danke, dass du gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Gut. Die Regeln sind klar, wir haben drei Themen, die haben wir gemeinsam bestimmt. Von der Aktualität treiben natürlich. Wir reden über die Ukraine, ist ganz klar. Über die Masseneinwanderungsinitiative, wo stehen wir jetzt, und der Fall Uli Hoeneß. Also 96,6%, das sind die sozialistischen Verhältnisse wiederhergestellt. International ist das verurteilt worden, aber du bist einer, der Sympathie hat für den Wladimir Putin, oder? Das ist eine komplexe Einstiegsthese. Ich würde es mal so feststellen, zum Einstieg, ich teile tatsächlich nicht die totale einseitige und aus meiner Sicht auch unsachliche Dämonisierung von Putin. Aber der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang ist der, dass die ganze Affäre in der Ukraine, die zeigt einfach, dass die Machtpolitik auf die Bühne zurückgeht ist. Und das heisst für die Schweiz, und das ist das, was mich vor allem interessiert, das heisst für die Schweiz strengste Neutralität in diesem Konflikt. Wir haben eine riesige Chance jetzt, OSZE-Vorsitz, aber nur, wenn wir bei unserer Neutralität bleiben. Und da habe ich gewisse Zweifel, ob unser Außenminister und sein Chefunterhändler wirklich neutral in diesem Konflikt sich positionieren. Gut, schauen wir mal, was du geschrieben hast vor 10 Tagen. Ich habe enormen Respekt vor ihm, von Putin. Putins Patriotismus ist großrussisch, vermutlich nicht aggressiv nach außen gerichtet, aber an den alten Grenzen des Zarenreichs orientiert oder an Stalins Empire. Also Zar, Stalin, Putin, Roger Köppel, I love them all. Nein, oder? So. Ja, das steht da. Nein, das steht und da. Vermutlich nicht aggressiv, nein, wenn wir das alte stalinische Empire anbringen. Der Putin hat ja gesagt, eigentlich die grösste Katastrophe des 20. Jahrhunderts sei die Zerstörung von der Sowjetunion. Und das spricht jetzt aus seinen Worten. Ja, also ich glaube, mit so reiner Empörung und jetzt so ein bisschen Moralismus kommt man da nicht weiter. Es ist ja so, ich habe grossen Respekt vor dem Putin. Ja. Und zwar muss man sich mal vor Augen führen, wo er das Ruder übernommen hat, ist Russland am Abgrund gestanden. Und das ist interessant, das ist uns nicht so ganz bewusst. Ich meine, die Russen haben in den 90er Jahren einen Zusammenbruch von ihrer Wirtschaft, auch von ihrer ganzen machtpolitischen Rolle erlebt, der viel gravierender war, als die Amerikaner in den 30er Jahren erlebt haben, also in der grossen Depression. Die hatten einen viel höheren Zusammenbruch von der Wirtschaft gehabt. Und Putin ist es gelungen, das Land irgendwie aus dem Sumpf rauszuführen, wobei es immer noch riesige Risiken. Strom, der ganze Ölpreis ist letztlich entscheidend. Aber ich habe einen grossen Respekt vor Putin, seiner Leistung dort. Aber es ist doch, Russland ist doch eigentlich immer noch ein Entwicklungsland, wo keine industrielle Basis hat. Man kauft keine russischen Produkte bei uns im Westen, keine sind Konkurrenz. Man kauft Chinesen. Es geht nur um Öl und Gas. Und der ehemalige KGB-Agent mit seiner imperialistischen Einstellung, der wird von dir gelobt. Du, wo eigentlich sagst, du bist gegen die EU, weil die zu wenig demokratische Basis haben. Du findest aber beim Putin, wo Demokratie also mit Füßen tritt, und das wissen wir ja, wie die Medien behandeln, findest du das alles noch gut? Weißt du, die höhnische Art, die du jetzt hier an den Tag leist, wird einfach der Sache. Nein, es ist sehr höhnisch. Gang auf die Argumente. Ich sehe die Gang auf die Argumente. Ich sehe dein höhnische Lächeln. Nein, das ist nicht höhnisch. Ich amüsiere mich jetzt aber ein bisschen. Darf ich noch ausreden? Mit höhnischen Bemerkungen kommt man da nicht weiter. Nochmal, ein Putin, seine Rolle, dort sehe ich nicht so schwarz-weiß wie du. Ich sage, ein Putin hat ein Land, das am Abgrund gestanden ist, wo man extreme Berichte darüber gelesen hat, also Absturz in Auflösung, ich weiss nicht was, Weimarer Verhältnisse, das hat er stabilisiert. Russland ist eine grosse Macht. Und ich würde nie, und das ist eine Missinterpretation von meiner Position, ich würde nie Putin verherrlichen. Das habe ich übrigens in dem Artikel nicht geschrieben. Ich sehe ihn einfach nicht so schwarz-weiß. Ich glaube, er hat sehr gute Leistung gebracht. Das Entscheidende ist aber das. Der grosse Fehler, den ich hier sehe, im ganzen Konflikt, das sind nicht die Fehler von Putin. Der Fehler hat der Westen gemacht, indem er über Jahre hinweg seine Versprechen gebrochen hat gegen Russland. Zum Beispiel, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt. Man ist bis in den Vorhof von Russland hineingegangen. Man hat den ganzen Konflikt in der Ukraine angestachelt. Du fokussierst nur auf den moralischen, ein bisschen deine Schwarz-Weiss-Optik mit dem Putin. Ich sage, du musst immer moralisch du müsstest viel mehr die Rolle vom Westen kritisch anschauen in dem Zusammenhang. Und nochmal, ich sage als Schweizer, du kannst den Putin kritisieren. Ich teile einfach nicht deine totale Schwarz-Weiss-Malerei. Gut, also du redest so wie Sarah Wagenknecht. Das ist die Chefin der
der Linke in Deutschland Moskau höre, wie der Gerhard Schröder, ist noch ein Zweiter, der so redet. Er ist Gazprom-Angestellter, der damit Putin hat geladen. Und der Dritte ist der Offizier Köppel. Ich frage mich, aus welchen Gründen machst du das? Es gibt meiner Meinung nach noch drei Gründe. Erstens, du willst immer das Gegenteil sagen von allen anderen. Zweitens, du bist auch gegen die EU alles. Wenn jemand gegen die EU ist, ist er dein Freund. Und drittens, du gefällst dir einfach in dieser Rolle, weil Diktatoren und autokratische Leute, für die hast du einfach gewisse Sympathie. Nein, ich finde das, weißt, ich finde das, eigentlich ist das eine Ungehörigkeit, was du da sagst. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, eine Frechheit. Wieso? Dass du mir unterstellst, dass ich die Diktatoren jubeln und so weiter. Ja, das hast du doch gemacht. Nein, Putin. Stalin, Putin. Nein, schau, aber da sieht man jetzt deine Interviewtechnik. Wieso? Oder deine Abprangerungstechnik. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Stalin gewählt. Ich habe es auch nicht in diesem Artikel gemacht. Das ist eine völlige, von dir abseitige Interpretation, wo ich einfach finde, dass du das im Schweizer Fernsehen so Zeug behauptest. Das ist an sich eine Frechheit. Also, aber im Gegensatz zu deiner Zeit kannst du etwas dazu sagen. Aber ich habe gesagt, nein, weißt, du ich hast gesagt, behaupte gesagt, nicht so, ich er, behaupte nicht so er möchte gerne am Stalin sein Empire wetten wiederherstellen. Ich sage dir einfach Folgendes. Das ist also Basis. Russland hat in den 90er-Jahren, ich bin dort, ich habe mich intensiv mit Russland beschäftigt, wo ich in Deutschland Chefredakteur von der Welt gewesen. Und Russland, muss man schon sehen, Russland war eine Grossmacht, eine Weltmacht. Und Russland hat einen derartigen, ja, Russland vorher auch, Russland hat einen extremen Zusammenbruch erlebt in den 90er-Jahren. Ja. Auch selbst verschuldet und natürlich mit all diesen Verbrechen. Und das ist natürlich, du weißt ganz genau, was ich schon über Stalinismus und Kommunismus geschrieben habe. Du weißt ganz genau, dass ich überhaupt nicht Gefahr laufe, im Unterschied zu dir, der viel linker ist als ich, dass ich jemals für das Lager Sympathie gehabt hätte. Das ist das Erstaunliche. In dem Spital bist du eh nicht krank. Das ist das Erstaunliche. Du bist ja eher immer im rechten Lager. Und die Rechten in Amerika, die Republikaner, sind die, die sagen, der Obama ist zu weich gegen den Putin. Du bist gerade im anderen. Du hast vorher die Frage gestellt, was ist mein Motiv? Und ich kann dir sagen, was mein Motiv ist. Ich habe da eine sehr neutrale schweizerische Position. Ich versuche mich nicht in diese sehr einseitige Dämonisierung da hineinzubegeben, die du machst. Ich halte sie auch nicht für sachlich gerechtfertigt. Ich sage, der Westen hat einen massiven Fehler gemacht, hat massiv beigetragen zu dieser Eskalation der Ereignisse jetzt in der Ukraine. Und der Putin ist die Person, die in seiner unmittelbaren Einflusssphäre, wo die Ukraine... Ja, natürlich, die Ukraine ist mal ein Teil, bis noch nicht gefallen, sondern seit von Russland sogar. Weißt du, was der Fehler ist von der Ukraine? Sie haben im Vertrag 1994 zugestimmt, dass ihre Grenzen das garantiert werden und als Basis haben sie ihre Atomwaffen abgegeben. Ja, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätte Putin damit sagt Putin oder zeigt in der heutigen Welt, du musst Atomwaffen haben, dann kannst du nicht angegriffen. Ganz ein schlechtes Zeichen. Es ist eben komplizierter, als du es da darstellen willst. Natürlich haben die Russen den Vertrag unterzeichnet. Und es gibt Argumentationen, die klar zeigen, dass das ein Bruch vom Völkerrecht ist, was sie jetzt machen. Aber der Westen ist natürlich überhaupt keiner Position, um den Russen den Bruch vom Völkerrecht vorzuziehen. Ja, weil der Westen x-Fall das Völkerrecht selber gebrochen hat. Fall Kosovo zum Beispiel. Dort hat es auch eine Sezession gegeben, auch eine Volksabstimmung. Die war nicht legal gewesen. Aber trotzdem ist man bombardiert. Dort ist die Bevölkerung terrorisiert worden. In Libyen ist es ebenfalls im völkerrechtlichen Widerspruch. Also kein richtiger Niemand. Irakkrieg zum Beispiel, wo die Amerikaner ist. Ist auch nicht völkerrechtlich. Aber ist Irak annektiert worden? Ist Kosovo annektiert worden? Wie das jetzt ist. Lassen wir doch mal an, schnell, deine Freundin. Noch schnell ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Und du darfst etwas nicht sehen. Ja. Die Ukraine hat einen Putsch erlebt, wo ein gewählter Präsident mit 72,88% der Stimmen nachher im Parlament abgewählt wurde. Gemäss ukrainischer Verfassung hätte es 75% müssen haben. Jetzt kannst du nicht sagen, dort hat man die ukrainische Verfassung außer Kraft gesetzt und jetzt in der Krim soll sie wieder gelten. Nein. Das zeigt dir einfach, wie willkürlich der Westen da einfach die völkerrechtlichen Satzungen ausleiten. Aber Russland hat gesagt, man sollte nicht in die inneren Angelegenheiten von anderen Staaten eingreifen, zum Beispiel in Syrien etc. Und jetzt machen sie genau das Gegenteil. Was sagt da der Herr Putin dazu? Wenn ich mich dazu entscheide, militärische Aktionen einzuleiten, dann wäre es durchaus mit den internationalen Gesetzen vereinbar. Wir haben eine Anfrage des legitimen Präsidenten der Ukraine, Janukowitsch. Und wir haben das Recht, die Menschen zu schützen, die uns kulturell, historisch und wirtschaftlich nahestehen. Das sagt Herr Putin. Was sagt Angela Merkel, auf die du sonst eigentlich immer stehst? Um es unmissverständlich klar zu machen, niemand von uns wünscht sich, dass es zu solchen Maßnahmen kommt. Doch wir alle wären zu ihnen bereit und entschlossen,
falls sie unumgänglich werden. Genau. Und das ist jetzt passiert. Ja. Jetzt gibt es Sanktionen. Das findest du denn eben, dass jetzt Sanktionen gibt? Ich finde, das ist eben interessant, das Ganze anzuschauen. Ein Putin handelt, wie jede Grossmacht handelt, macht Politik. Man hat in den letzten paar Jahrzehnten uns versucht einzureden, dass das Zeitalter der Machtpolitik vorbei ist. Aber das ist eben wieder zurück. Es ist so, ein Putin argumentiert genau gleich wie die Amerikaner in anderen Fällen. Und wie soll man darauf reagieren? Wie soll man denn soll man sich das gefallen lassen? Was passiert als nächstes? Ich sage dir, indem er jetzt, und das ist, finde ich ganz wichtig, ich finde es wirklich, es wäre tragisch, wenn sich der Westen aufgrund von einer völlig einseitigen, fast Schawinski-mässigen Auslegung von diesem Konflikt jetzt da in eine Konfrontation, wird initiieren. Okay, ich sage dir, wir haben ein grosses Interesse, sowohl die Europäer haben ein grosses Interesse an einer Deeskalation und die Schweizer, und das ist mein Hauptpunkt, die Schweiz hat eine riesige Chance, jetzt hier als neutraler, honest Broker zu kommen. Ja, aber, wenn Sie die OSZE beobachten, nicht innerlich. Ich sehe das Problem, dass die Schweiz zu einseitig auf Seite der EU eben schon verhandelt. Die Amerikaner sagen, der ist mehr auf der Seite, der kommt immer auf der Russen. Die Amerikaner haben eine völlig untaugliche Position in dieser Seite, weil sie natürlich auf Konfrontation gehen mit den Russen. Und da sage ich nochmal, wir haben so viele gemeinsame Interessen mit den Russen. Was auf der Krim passiert, Roger, weisst du genauso wenig wie ich en detail. Du liest einfach die Zeit. Ich kann aber mich ein bisschen informiert. Tatsache ist, ich habe mit Herrn Guldi mal geredet letzte Woche. Und die Gefahr ist jetzt einfach die, wenn man das einfach so locker toleriert, dass dann in der Ostukraine das Gleiche passiert. Oder hast du vor dem keine Angst? Dass das dann und dann könnte es wirklich heikel werden. Es ist möglich, wenn der Putin, aber so schätze ich ihn nicht ein, wenn der Putin wirklich nicht aggressiv. Ein gross, wenn er ist, mich denkt, er ist kein Hasardeur. So, wenn ich ihn beobachte über die letzten Jahre, was er gemacht hat, übrigens auch in der ersten Phase, wo er Russland übernommen hat, das ist ja sein Ruf übrigens, wenn du Bücher über ihn liest, er hat sich sehr an die Regeln vom Völkerrecht gehalten, er hat sich sehr stark an diplomatische Gepflogenheiten getroffen. Ja, und ich glaube nicht, dass er, es kann er auch gar nicht, sein Russland ist zu schwach, aber der Krim-Konflikt und die Ukraine, das sind sehr spezielle Länder oder Gebiete, wenn man so will. Und da musst du etwas, darfst du nicht ausblenden, was der Westen gemacht hat in den letzten Jahren. Das indem er schon mal gesagt. Er hat versucht, das hast du schon mal gesagt. Warte, aber nein, aber wenn die Ukraine Teil wäre von der NATO, dann wäre es nicht angegriffen worden. Das wäre ein riesen Fehler gewesen. Das wäre, ich meine, Roger, du hast keine Ahnung von geostrategischen Fragen. Ah, wenn die Ukraine in die NATO hineingezogen werden würde. Polen ist dort, die baltischen Staaten sind das ist ja genau dort, Ungarn, Rumänien etc. Aber du musst doch das einmal aus die wären geschützt, aber du musst weil wenn ein Mitglied von der NATO angegriffen wird, dann greift die NATO ein. Ja, aber du musst doch das einmal ein bisschen aus einer objektiveren Warte, aus der russischen Warte vielleicht einmal anschauen und sagen... Ist die objektiv? Nein, aber du musst, damit du dir ein Urteil kannst spielen, auch diese Seite sehen. Und aus Sicht der Russen findet doch da eine klare Machtausdehnung vom westlichen Block statt und man hat den Russen... Die Ukraine hat doch das Recht zu entscheiden. Ja, aber schau, nochmal, du bist doch für die Neutralität und die Souveränität von der Schweiz. Die Ukraine darf das nicht machen. Ich habe dir schon mal in einer Sendung erklärt. Ja. Es gibt eine Realität von Einflusssphären und Machtblöcken. Ja. Die Ukraine ist ein Land, das schon mal Teil von Russland war, wo dann in die Unabhängigkeit gelassen wurde, wo die Russen eingewilligt haben. Was hat der Westen gemacht? Er hat nachher versucht, in einem Bruch von seinen Versprechen mit Russland die Ukraine auf seine Seite zu ziehen. Wieso? Natürlich. Es hat Versprechen es ist einfach die NATO. Nein, es hat Versprechen gegen die NATO, nicht Ost zu erweitern. Und das ist passiert. Gut. Und in der Ukraine, Roger, da müsstest du dich auch mal informieren. Das ist massive Präsenz von amerikanischen und auch deutschen Interessen und Vertretern, versucht die Ukraine. Der Herr Barroso. Inklusive der Herr Russland Barroso, ist so. Der Herr Barroso hat der Ukraine gesagt, ein Ultimatum. Also, hat den Alter, hat gesagt, entweder kommen wir auf eure Seite oder nicht. Du kannst es nicht so einfach haben. Gut, also Masseneinwanderung, vielleicht einfach ein bisschen aktueller Stand. Gestern Christoph Bloch hat gesagt, er macht wahrscheinlich wieder eine Durchsetzungsinitiative. Wie man gesehen hat, die Umsetzung von dieser Masseneinwanderungsinitiative komplex, wie wir es schon mal erlebt haben bei der Ausschaffungsinitiative. Und da frage ich mich jetzt, ist jetzt das der Mechanismus? Die Initiative, gönnt die, die ist sehr unklar definiert, dann schreibt man auf, dass es nicht so und dann macht man Durchsetzungsinitiativen. Dass es immer so in zwei Schritten jetzt weitergeht. Ist jetzt das neue Prinzip? Nein, das ist eine falsche Darstellung von dir aus meiner Sicht. Ich glaube, was man sicher sehen kann, ist, dass der Bundesrat unglücklich agiert in dieser ersten Phase, weil er
die Umsetzung von diesen Kontingenten, von diesen Zuwanderungskontingenten im Prinzip unter Ausschluss von den Initianten machen. Sie kommen morgen, kommen zum Termin beim Chef vom Bundesamt für Migration. Also. Mit allen anderen Stakeholders hat aber der Bundesrat direkt geredet. Ja. Und das ist eine falsche Sache. Bei so einer umstrittenen Abstimmung muss der Bundesrat von Anfang an die Initianten ins Boot holen. Aber er will das natürlich bewusster machen, weil er es schon mal gemacht hat. Frau Sommaruga bei der Ausschaffungsinitiative. Und dann hat die SVP quasi aus dem innersten Machtzirkel gesehen, dass der Bundesrat sich dagegen sperrt. Und dann hat das will Frau Sommaruga nicht. Sie will die SVP draussen halten und ich vermute, sie möchte eine Lösung haben, die irgendwie nicht durchkommt. Dann kann sie nachher hinterher sagen, sie ist nicht umsetzbar. Ja, gut, also der Bundesrat spielt für mich da kein gutes Spiel. Also wir wissen noch nicht genau, wie das Ganze ist. Man muss es misstrauen. Es ist ein Zufallsmehr gewesen, 50,3% kann man nicht anders. Nein, 50,3 kann man nicht anders als Zufall. Gemessen am gewaltigen Widerstand von allen Trotz Seiten, allem. Wo die Schweizer im Prinzip sogar seelenheilig noch gefährdet waren. Alle Kirchen sind dagegen, ist dagegen, aber der Bundesrat, das stimmt mir nicht leicht. Es ist ein beachtliches Resultat von dem Hintergrund. Aber viele haben dort am Bundesrat einen Denkzettel gegeben. Es hat sich wieder gezeigt, einen Denkzettel wollen machen, um irgendwie dann ein knappes Nein zu bekommen. Das ist die blödste Haltung, die man kann. Ja, ich glaube, am meisten überrascht ist Christoph Blocher selber. Nein, du findest eben immer Leute blöd, die nicht deiner Meinung sind. Jetzt in dem Fall das Volk, mich zum Teil, wenn wir anderer Meinung sind. Denkzettelpolitik. Habe ich gesagt, ist eine schlechte Politik. Es ist ja keine Denkzettelpolitik. Es ist aus meiner Sicht ein beeindruckender Volksentscheid gewesen, der gegen einen enormen Widerstand vom geschlossenen Establishment inklusive Roger Schawinski zustande gekommen ist. Also, das müsste dir jetzt denken geben, dass dein Einfluss da offensichtlich zurückgeht. Aber dein ist offenbar gross. Jetzt bist du 50,3. Du bist ja fast noch nicht ganz so hoch wie der Putin, aber fast so hoch. Schauen wir mal die sachlichen Bemerkungen. Der Ralf Eichler, ETH-Präsident, hat gesagt, wenn die Schweiz nicht mehr an den EU-Forschungsprogrammen teilnehmen könne, sei das wie wenn der FC Basel nicht mehr in der Champions League spielen könnte. Das wird natürlich von dir verneint. Du hast gesagt, die EU tut täubeln etc. Nächste Woche, 25. So März, müssten die ERC-Grants 52 von der Schweiz bewilligt werden. Die Forscher wissen nicht, ob das kommt oder ob das nicht kommt. Und sie fühlen sich abgeschnitten. Das lächelst du weg. Nein, ich sage das überhaupt nicht weg. Ich sage einfach, das ist eine unverantwortliche Angstmacherei, auch von unseren akademischen Autorität, wie übrigens auch von der Wirtschaft, die jetzt versuchen, sozusagen den Standort zu schützen. Du weißt besser als er. Ja, ich sage dir. Du weißt besser, wie man sich an den Hochschulen fühlt. Also ich sage dir einfach, die Schweizer Hochschulen gehören zu den Besten. Einige davon gehören zu den Besten. Unter anderem wegen dem? Ja, nein. ETH? Sie sind schon, bevor es Personenfreizügigkeit gab, bevor die Subventionen geflossen sind, sind sie zu den Besten. Nimmst du es nicht zur Kenntnis, wenn er das offensichtlich, und es wäre mal interessant, das anzuschauen, weil offensichtlich da schon eine gewisse Subventionsempfängermentalität um sich greift. Ich habe mal angeschaut, das Programm Horizon 2020, das auch immer beklagt wird, dass es zu Ende ist. Es ist wahnsinnig, wenn man das einmal im Detail anschaut, was da alles gezahlt wird. Der grösste Teil von dem Programm Horizon 2020, wo überall beklagt wird, dass wir jetzt dort rausgefallen worden sind. Südsudan ist übrigens noch drin, Israel ist noch drin, das sind keine EU-Staaten. Der grösste Teil von dem Horizon 2020 geht gar nicht in Forschung, sondern geht in Bekämpfung des Klimawandels, nachhaltige Mobilität. Das wieder von dir verneint, dass der gibt? Nein, ich sage dir, das stimmt gar nicht. Das ist die grösste Gefahr. Ich finde, man sollte einfach die Tatsache, dass man einen Fernsehsender da etwas machen darf, nicht dazu missbrauchen, die Macht, um irgendwelche Falschmeldungen... Ja, Entschuldigung, ich lade dich ein. Im Gegensatz zu dir halte ich keinen Vortrag und keinen Monolog jede Woche in der Zeit. Ich muss mich von dir da nicht beleidigen lassen. Ich sage dir, es stimmt nicht, dass ich den Klimawandel verneine. Stimmt, du beleidigst ja die ganze Zeit mich. Nein, überhaupt nicht. Ich sage dir zurückhalten. Es stimmt einfach nicht, dass ich den Klimawandel verneine. Ich sage dir nur, doch, der Grossteil... Doch, wird er laufen nein, verneint. Der wird nicht verneint. Ja. Der entscheidende Punkt da ist der, der Grossteil von dem Geld geht nicht in Forschungsförderung, sondern er geht in im weitesten Sinn politische Projekte. Das heisst, wir brauchen das nicht? Nein, das heisst, dass das ein Etikettenschwindel ist, Roger. Aha. Und dass ich der Meinung bin, dass die Schweiz ihre 4,4 Milliarden, die sie einzahlt in das Horizon 2020, könnte in die eigene Forschung einzahlen. Und wenn du schaust, die Schweizer Nobelpreisträger 1994, wo die erste Forschungsmilliarde nach Brüssel geflossen ist, haben alle gegen das. Aber mittlerweile haben Sie Ihre Meinung geändert. Ja, das ist eben der Riff, das süße Gift, das süße Gift der Subventionen. Hast du es gerade wollen unterschlagen? Nein, aber du hast ja direkt die Artikel auch gelesen, jetzt hat zum Beispiel Erasmus bei dem Studentenaustauschprogramm. Das ist Geld, wo man gesagt hat, dem Schweizer Steuerzahler, das für den Studentenaustausch, ist im Pinocchio-Forum. Ja. Zirkuskurse für Erwachsene, Yoga-Kurse, Grossmütter 2.0. Ich meine, ich staune einfach, wie du unkritisch alles glaubst, was aus der EU und was irgendein Professor erzählt, dass du das auch
automatisch. Ich habe das in meinem nächsten Umfeld habe ich erlebt, was Erasmus bietet und was es bedeutet für junge Menschen, wenn sie ein Auslandssemester ja. machen oder zwei. Es ist eine grossartige Entwicklung. Das hast du ja vorher aber unter schwierigsten ja. Bedingungen. Überhaupt ja, ich mag mich erinnern, selber habe ich es selber finanzieren. Das ist gar nicht so schwierig. Heute ist es einfach ein, ich sage mal so, heute ist das Erasmus ist eine völlig verbürokratisierte Angelegenheit, wo der grosse Teil vom Geld, das man für das ausgibt, gar nicht in die Studenten hineinfließt. Und da wird dann Angstmacherei betrieben. Die Schweizer Unis waren stark, weil sie immer geschaut haben, dass sie sehr gut sind. Aber sie unabhängig. Aber die es hat Uni, auch ein Leben von der Personenfreizügigkeit. Unisono sind sie der Meinung, dass sie das brauchen, um internationale Anerkennung zu haben. Ja, aber, das musst du einfach auch zur Kenntnis ja, nehmen. Du bist nicht der, der Uni-Professoren sagt und der Rektoren, was aber gut ist für allem, sie. Aber mit allem Respekt würde ich jetzt einfach mal sagen, die Argumente, die ich höre, auch vom Herrn Eichler, die ich so schätze, überzeugen mich nicht. Okay, und wenn ich höre, was der Herr Loprieno sagt, der Rektor von der Uni Basel, auch das überzeugt mich nicht. Es gab ein Leben vor der Personenfreizügigkeit. Ja, ja. Es hat hervorragende Unis gegeben vor der Personenfreizügigkeit. Aber die Welt hat sich eben geändert. Und wir sind ineinander. Ich bin am Wochenende in Oxford. Ja. Oxford und Cambridge machen nicht mit an dem von dem besungenen Erasmus-Programm. Weil sie sagen, wir müssen selber die besten Leute aussuchen. Ja. Wir lassen uns da nicht einspannen. Ja, aber das können die Schweizer Unis doch auch. Wieso immer so defätistisch? Wir sollten zum nächsten Thema Oxford und Cambridge spielen, zusammen aber mit wir sollten in dieser Liga spielen, Roger. Uli Hoeneß ist verurteilt worden, 3 Jahre und 6 Monate, kein Häme, aber auch kein grosses Mitleid von meiner Seite. Deine Reaktion? Ja, es ist an sich, es ist eigentlich eine einfache Geschichte aus meiner Sicht. Es ist die Geschichte von einem, der extrem erfolgreich ist, der sehr viele gute Sachen gemacht hat und wo irgendwann Grenzen nicht mehr gesehen hat. Ich meine, das sind meistens die gleichen Fälle. Wir kennen sie in der Schweiz auch, Fall Hildebrand etc. Leute, die einfach sind Leute, die einfach über ihrem eigenen Erfolg berauscht, das Gefühl vielleicht von der Unangreifbarkeit bekommen. Das gilt auch für den Herrn Hoeneß, den ich persönlich immer geschätzt habe. Aber was er da durchgeht, das kannst du nicht machen. Vor allem nicht als Deutscher, wo du weißt, wie die Gesetze sind. Jetzt verwundert mich, dass du das sagst, weil du hast eigentlich gesagt, das Wichtigste fast auf dieser Welt oder in unserer Welt kommt wieder irgendeine Weltdarstellung. Die Privatsphäre. Ja. Die Privatsphäre muss geschützt werden. Seine Privatsphäre ist nicht geschützt worden. Er hat die Sachen sind rausgegangen und darum ist es passiert. Also was wäre jetzt besser gewesen? Ja. Schützen für seine Privatsphäre oder dass es rauskommt, Roger? Das ist wieder mal eine Fehlinterpretation von Schawinski. Wieso? Nein, das Wichtigste, würde ich sagen, das Wichtigste Prinzip, das wir haben, ist, du musst Gesetze von deinem Land einhalten. Und wenn du das nicht machst, kannst du auswandern oder du kannst dich politisch dafür einsetzen, dass die Gesetze geändert werden. Seine Privatsphäre wird in der Schweiz geschützt, ja, oder? Aber er hat genau gewusst, dass er, was er macht, dass das nach deutschen Gesetzen nicht verhebt. Egal, was die Schweizer Gesetze sagen. Und dort muss man einfach sagen, das kannst du dir nicht erlauben als Uli Hoeneß. Und da hat der Richter eben leider recht gehabt, wo er gesagt hat, sie hatten jahrelang Zeit, ihre Verhältnisse in Ordnung zu bringen. Gut. Also es ist eine Geschichte von der vom Gefühl von der Unverwundbarkeit, von der Hybris. Gut. Und er hat es jetzt brutal. Aber er hat sich ja wollen, dann ein bisschen rausschwätzen. Warte mal, habe ich es richtig? Jawohl. Ich bin aber kein Sozialschmarotzer. Das ist ein Ausdruck in Deutschland. In der Weltwoche heisst es amigs anders. Das Gleiche. Sozialhilfebetrüger, meistens Ausländische, die werden verfolgt. Das ist das Unterste und das Mieseste. Das ist schon wieder falsch. Darf ich den Satz noch fertig? Und das ist das Tiefste. Und auf der anderen Ebene von Uli Hoeneß sind die, die mal Steuern gezahlt haben, die sogar irgendwelche Sozialabgaben gemacht haben und so. Und er hat gesagt, mit denen wollte ich mich nicht verbinden. Nein, dabei ist einer, wie der Uli Hoeneß, will ich dich fragen, ist der nicht auch asozial? Zuerst für mich muss ich einfach mal wieder mal zurückweisen. Ja. Das ist jetzt ganz wieder so eine moralisierende, falsche Unterstellung von dir. Sozialschmarotzer würden in der Weltwoche verfolgt werden. Roger Schawinski, du weißt ganz genau, dass die Weltwoche in diesen Fällen immer die politischen Verantwortlichen kritisiert und ich 100-mal schon geschrieben habe, dass jeder Mensch Jäger und Sammler ist. Und wenn die politischen Behörden das Sozialwesen so einstellen, dass jeder kann nehmen, was er gerade mitnehmen kann, dann tust du die. Das ist einfach der falsche Anreiz. Also ich weiss das entschieden zu. Ich bekämpfe nicht die kleinen Leute, ich tue die politische Verantwortung. Aber was ist denn schlimmer? Wieso ist es dann nicht auf dieser Ebene ein grosses Thema? Die, die den Staat betrügen. Wir haben jetzt in der Schweiz eine Welle von Selbstanzeigen, in Deutschland auch, aufgrund von den Entwicklungen, die du immer beklagt hast, nämlich, dass das Bankgeheimnis nicht mehr ist wie früher. Ja. Das heisst, also, die
Steuerhinterziehermentalität ist viel virulenter, sowohl in der Schweiz wie in Deutschland, als man je angenommen hat. Das kann sein, aber auf jeden Fall weiss es so, dass der Herr Hoeneß, das ist für die Schweiz völlig irrelevant, was er mit seinen Steuern macht. Er hat einfach ein Konto in der Schweiz gehabt. Das ist kein Problem für die Schweiz. Was er mit den Steuern macht, ist seine Sache. Und er darf das nicht machen. Und dass er sich da als Nicht-Sozialschmarotzer bezeichnet, das habe ich jetzt gefunden, ist eine Entgleisung. Mhm. Weil du müsstest in dem Moment, musst du jetzt nicht auf andere Leute, die Verfehlungen haben, hinweisen. Du musst deine eigene sehen. Das hat er jetzt aber auch gemacht. Aber einen Punkt muss man schon sehen. Und da sieht man wieder mal den Wert von der Schweiz und von unserem ganzen Staatsverhältnis. Bei uns würde jemand, wo das passiert ist, wo ein Hoeneß, wo ich vermute, ich glaube nicht, dass er besonders kriminelle Energie hat, der hat vermutlich einfach den Überblick im grossen Stil verloren. Aber vielleicht kommst du ja mal mit 50'000 Kontoblättern den Überblick verloren. Du darfst einfach, ja, du, Entschuldigung, es haben andere Leute in der Finanzkrise nicht den Überblick über ihre Firmen verloren, ja, aber, und er möglicherweise auch. Aber das ist über, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sage 50'000 Transaktionen. Das ist ja dem einfach der Wert von der Schweiz. Mir bei uns wird eben der Steuerhinterzieher nicht in dieser Art bekämpft. Und das finde ich das Dramatische. Aha. In dem Fall, dass eben am Schluss ist er ja nicht über seine Steuerhinterziehung im eigentlichen Sinn geht, sondern einfach darüber, dass er seine Selbstanzeige unvollständig abgeschickt hat. Das ist das grosse Problem. Er hätte sonst eine Strafbefreiung vielleicht bekommen. Aber die Selbstanzeige ist etwas fragwürdig. Aber doch, er ist über seine. Und dort hat er ja müssen wissen, dass er so viel, also wenn er dort absichtlich betrogen hat mit dem, dann wäre er ganz dumm gewesen. Also für mich ist die ganze Art, wie er das angezeigt hat, ein Ausdruck von dem, dass er völlig den Überblick verloren hat. Er hat überhaupt keine Ahnung mehr gehabt, was das passiert ist. Ganz kurz, du bist der Meinung, einer wie er, da sind wir besser in der Schweiz. So einen würde mir nicht ins Gefängnis tun, weil er ja eigentlich nichts so Schlimmes gemacht hat. Ja, ich stelle mich da nicht auf den Standpunkt von dir, der findet, das sollte man jetzt irgendwie vierteilen oder irgendwo einsperren. Ich habe drei Jahre, finde ich okay. Ja, also für das. Nach deutschem ja Recht finde ich das gut. Du meinst, wenn in der Schweiz 28,5 Millionen nach bisherigem Stand, man hätte es nicht richtig fertig recherchieren können. Und da kommen noch Verzugszinsen, sind dann 40 Millionen dazu. Der Staat, nein, uns alle betrogen, dass wir dem also sagen, komm, klapp's, Jane, ist nicht so lässig, sie zahlt es zurück, und dann ist alles vergessen. Ich, also ich weiß nicht, was Schweizer Recht genau beim Herrn Hoeneß würde machen. Ich glaube, er müsste einen Buß zahlen, weil etwa dreimal die hinterzogene Summe ist, etwa 100 Millionen. Ins Gefängnis müsste, glaube ich, nicht, außer er hat die Urkunden gefälscht. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich finde Die Deutschen sollen es ist immer noch ein Kavaliersdelikt. Das ist immer noch für dich 100 Millionen Buß. Wenn man nicht in die Kiste muss, ist es einfach eine Art Kavaliersdelikt. Nach Schweizer Recht wird es anders beurteilt als nach Deutschem. Die Deutschen dürfen in die Kiste schicken, das ist unverzeihlich. Aber du findest es besser, so wie es auch. Ich finde es in der Schweiz viel besser als in Deutschland. Okay. Viel besser. Danke vielmals. Ich glaube, wir haben jetzt da kontrovers diskutiert. Drei Themen sind erstaunlicherweise eigentlich nie gleicher Meinung gewesen, aber es ist nicht ganz überraschend. Ja, und ich finde einfach, gewisse Unterstellungen muss man sich von dir dann nicht beugen. Ja, und umgekehrt. Du hast doch prophylaktisch immer schon. Anyhow, also ich komme gar nicht auf das eingehen. Morgen Abend gibt es den Literaturclub. Diese Sendung gibt es wieder in der üblichen Form, in Form eines Interviews. In einer Woche würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Jetzt gute Nacht und ganz eine gute Woche.